Ich habe am Anfang immer viel auf deinem Hochdeutsch rumgehakt. Hm? Ja, das ist so ein Wunderpunkt. Ja. Hallo, ich bin Natascha. Hi, ich bin der Alex, 28, komme aus Düsseldorf und bin hier mit meiner Freundin Natascha, mit der ich schon seit einem halben Jahr zusammen bin. Nein. Weiß nicht, keine Ahnung, gibt's so? Hey. Wir haben uns beim Reisen kennengelernt in Vietnam. Also ich war unterwegs mit zwei Jungs auf dem Motorrad, sie war unterwegs mit einer Freundin und wir sind uns, glaube ich, 3-4 Mal zufällig über den Weg gelaufen in verschiedenen Städten, ohne dass wir überhaupt miteinander gesprochen haben oder so. Es war in Hue und dort war irgend so ein riesen Festival und es war wirklich alles ausgebucht. Und dann haben wir wirklich irgendwo so im hinterletzten Eckli ein kleines Hostel gefunden. Und dann sind sie einen Abend darauf auch dort gelandet. Und es hat vielleicht so 8 Betten oder so in dem ganzen Hostel gehabt. Dann an einem Abend waren halt gerade so alle von dem ganzen Hostel dort. Und die Kollegen und ich waren die einzigen Weiber. Und dann sind wir in der Ecke und alle anderen waren ein Bierchen am Trinken. Gewesen. Dann haben sie gefunden, ja, kommen doch auch. Und dann sind wir jetzt am Schluss noch die Einzigen, die haben gefunden, komm, gehen wir noch weiter, gehen wir noch weg. Und irgendwann halt nach Hause und am nächsten Morgen so die Jungs so, ja, und mit wem warst du denn noch? Und ja, dann kannte ich ihren Namen nicht und dann habe ich den anderen Alex, einen Kollegen von mir, damit beauftragt, mal rauszufinden, wie sie denn heißt, weil es wäre halt auch ziemlich blöd gewesen zu fragen, hey, war nett gestern, wie heißt du denn eigentlich nochmal? Und dann kam sie irgendwie und meinte so, ja, willst du denn noch irgendwie in Kontakt bleiben oder so? Wollen wir nicht mal eine Telefonnummer austauschen oder sowas? Und dann habe ich ganz geschickt, wie ich bin, habe ich ihr mein Handy hingehalten und habe gesagt, ja, kannst du deinen Namen auf Facebook eingeben, dann kann ich dir ja mal auf Facebook schreiben. Und so wusste ich dann ihren Namen wieder. Und also sie war ja noch mit einer Freundin und ich war mit meinen Kollegen und der eine hatte dann einen Unfall und musste dann nach Hause fliegen und dann war meine Lust auf Motorradtour auch irgendwie gegessen und dann haben wir dann entschieden, dass wir uns nochmal treffen in Vietnam. An meinem Geburtstag. An deinem Geburtstag und dann haben wir irgendwie, waren wir da noch ein paar Tage und dann haben wir, lass uns doch weiter nach Kambodscha zusammen und da war aber halt ihre Freundin immer dabei, also wir waren dann immer zu dritt. Mhm. Ja. Da müsste man jetzt die Leute fragen, die mit uns ein Zimmer zu dem Zeitpunkt geteilt haben. Die können da wahrscheinlich mehr zu erzählen. Man verlässt sich manchmal darauf, dass die Leute nichts mitbekommen, aber wenn du dann am nächsten Tag weißt, dass 5 Leute wach im Zimmer lagen und alles mitbekommen, ist natürlich dann auch nicht so schön.